Zu Beginn des Schuljahres waren immer sogenannte Kreislehrerkonferenzen, beziehungsweise also auch immer grundsätzliche Beratungen in den Schulen mit der Lehrerschaft, um das neue Schuljahr vorzubereiten. Unter anderem, ich war also kein Parteimitglied, auch als stellvertretender Direktor nicht. Und ja, man hatte mal also ein Schreiben vorbereitet, es sollte damals das erste Fußballspiel zwischen der DDR und der Sowjetunion wohl stattfinden in Berlin. Und da hatte nun die Parteileitung beschlossen, also ein Schreiben zu verfassen. Wir verpflichten uns als Lehrer der Schule, nicht nach Berlin zu fahren, um die Volkspolizisten nicht unnötig in Bedrängnis zu bringen. Ja, aber uns war ja bekannt, wir konnten ja gar nicht rein nach Berlin, weil bekannt war, im Bahnhof Schönefeld, bis dahin sind wir immer gefahren von Magdeburg, mussten wir, wenn wir keinen Berliner Ausweis hatten, sowieso aussteigen. Und da hätte man uns gesagt, das wussten wir von der Erzählung, dann wurde gleich gesagt, der nächste Zug fährt dann und dann zurück nach Magdeburg. Ich war stellvertretender Direktor, rechts von mir saß der Direktor, links von mir saß die Parteisekretärin. Und nach 2-stündiger Diskussion, ich hatte zum Beispiel folgenden Einwurf gebracht in der Diskussion. Erstens wurde die Frage gestellt, ja, wie denken Sie überhaupt darüber, ja, und so. Moment, jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Zwei Probleme gab es. Erstens habe ich gesagt, es ist doch gar nicht nötig, das zu unterschreiben, denn wenn ich nach Berlin fahre ohne Berliner Ausweis, werde ich sofort wieder zurückgeschickt. Und ich hatte auch gar nicht die Absicht hinzufahren. Das war das eine Problem. Das zweite Problem, ich hatte Verwandte in Bremen, im Westen. Also meine ältere Schwester war verheiratet in Bremen. Ich habe den Kontakt nie abgebrochen. Das habe ich auch grundsätzlich bei jeder Entscheidung immer wieder gesagt. Meine Mutter ist nachher verzogen nach Bremen, also offiziell. Und ich habe also gesagt, halte das nicht für nötig, das ist unterschrieben. Und dann kam die Frage, ja, wenn Sie an der Grenze stehen, das mussten wir später unsere Schüler fragen, was würden Sie machen, würden Sie schießen oder nicht? Und da habe ich gesagt, na, das würde ich mir schon nochmal überlegen, es könnte ja mein Schwager mir gegenüberstehen. Und dann 2 Stunden Diskussion, es war vorbei. Ich fühle mich nicht als Verfolgter des Regimes, sondern ich habe das nur erlebt und erzähle das so, wie ich es erlebt habe. Kam das also und als erstes kriegte ich das Blatt zugeschoben. Und ich sage, ich habe mich dort deutlich ausgedrückt, ich brauche das nicht zu unterschreiben, denn ich will da nicht hin und das andere ist auch geklärt. Habe ich es weitergegeben, dann auch noch 3 oder 4 andere. Der Sportlehrer und mein befreundeter Geographielehrer, die haben auch nicht unterschrieben. Eine Deutschlehrerin noch dazu. Ja, also meine Karriere in der DDR war vorerst beendet.